So, das kennt ihr normalerweise, diesen Anblick. Mein Regal, mein Hintergrund, mein Stuhl, mein PC. Aber die Grafikkarte ist gerade kaputt. Es sind auch keine Bildschirmaufnahmen möglich, ohne Tonaussetzer, ohne Bildruckeln wie Sau. Ich kann momentan nicht streamen, ich kann keine Videos hier schneiden, ich kann gar nichts, ne? Also wie immer im richtigen Leben. Deshalb, das ist gerade tabu. Neuer PC wird irgendwann bestellt, dauert aber wahrscheinlich einen Monat, bis das alles passt. Ich habe die Notlösung gefunden. Ali Schatz, alles Gute. Das ist jetzt die Notlösung. Das ist mein ThinkPad von Lavoo, also Lenovo. Das hatte ich mit dem Urlaub dabei und habe da im Urlaub immer Sachen geschnitten. Dauert alles länger, kommt dann immer einen Tag später. Aber egal, das ist die Notlösung, bis der neue PC einsatzbereit ist und alles am Start. So, viel Spaß mit dem Video. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, notdürftig aus der Küche, vom Herd aus, mit Laptop. Pass auf. Wir haben wieder ein neues Infovideo für euch vorbereitet. Wer aufmerksam alles verfolgt, der wird es schon längst gesehen haben. Ich möchte das gleich mal als Test nehmen, ob das so funktioniert, ob ich das so machen kann mit dem Reiselaptop. Denn es gibt ja noch ein drittes GoFest, was aussteht, das in New York. Und gleichzeitig, während das dort stattfindet, fest in New York, gibt es wieder global für uns auch einige Boni. Die wollen wir uns jetzt mal ganz kurz angucken für die Leute, die noch nie was davon gehört haben. Entdeckt in einem Wasserparadies Pokémon vom Pokémon Go Fest 2024 New York. Eine paradiesische Zeit erwartet euch. Das Go Fest New York mit etwas Glück dem ersten Mal schillernden Pikulenten begegnen. Das ist diese grüne Gummiente hier, die blau ist, würdet ihr sagen, ja? Wasserparadies. Samstag, der 6. Juli, 10 Uhr. Bis Dienstag, der 9. Juli, 20 Uhr. Wilde Pokémon, die vermehrt auftreten. Sepa, Sterndu, Wingull, Krebskorps, Perlo, Pikulende, Quappel. Sepa? Sterndu? Übelst genial, richtig schönes Shiny. Wingull ist, glaube ich, für die GBL ganz interessant. Krebskorps dürfte auch noch nicht so lange als Shiny jetzt drin sein. Perlo braucht kein Mensch. Gab es da auch mal einen Questday dazu? Pikulende neu als Shiny. Und Quabbel. Quabbel ist auf jeden Fall cool, stark in der GBL. Ich freue mich eigentlich darauf, mal Sterndu wiederzusehen, weil es das die ganze Zeit gar nicht gab. Die Leute werden aber hinter Pikulende her sein. Rauchbegegnungen. Beim Einsatz von Rauch erscheinen vermehrt Muschas, Lapras, Finneon und nochmal Quabbel. Muschas gibt ja mehr Staub, ist der Staubfänger für alle. Lapras ist immer cool. Lapras auch eins meiner Lieblings-Pokémon mit dabei. Finneon. Sehr elegant, sehr schön und wieder Quappel. Jetzt sehe ich erstmal Quappel. Ich habe irgendwie an Quapsel gedacht, aber nein, es ist Quappel und nicht Quapsel. Also ist auch wieder GBL relevant. Es wird eine Sammlerherausforderung geben. Da begegnet man auch wieder hier den meisten Pokémon, die oben aufgelistet sind. Zum Event passende Sammlerherausforderungen wieder mit entwickel dies, fange das. Kennt man ja. Boni. Erhöhte Chance auf Event-Pokémon durch Rauch. Doppelte Fang-EP, exklusiv mit Rauch erscheinende Pokémon. Pokémon bei Feldforschungen, Krebskorps, Perlo, Finneon, Quappel. Wer jetzt noch nicht im Quappel-Fieber ist, da weiß ich auch nicht. Es wird auch eine befristete, kostenpflichtige Forschung geben, also wie immer auch ein Ticket. Ein Ticket fand ich gut, da gab es nämlich, glaube ich, vier grüne Raid-Pässe raus. Jetzt gibt es hier für 1,99 US-Dollar. Das klingt wie ein Preis für Prime. Begegnungen mit Pikulende, 4 Glückseier, 2 Rauch, 20 Pikulende-Bonbons. Klingt für mich nicht so interessant. Wer das Ticket aber wieder giften möchte, kann das gerne machen. Dann freue ich mich halt über die Pikulende-Begegnungen. Vielleicht ist ja sogar ein Shiny dabei. Ansonsten, Webstore interessiert nicht. Showcases steht gar nichts da. Ich gehe mal davon aus, dass es wieder Showcases gibt und ansonsten ist das das kleine Event, das globale, was bei uns erscheint. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Bock auf Pikulende? Habt ihr Bock auf Wasser-Pokémon? Eigentlich sollte am Freitag schon der Urlaubsvlog kommen zum Thema Wasser, aber weil der PC jetzt kaputt ist gerade, verschiebt sich das alles. Ich versuche gerade Dateien zu retten und alles und dann kommt das irgendwann. Tut mir leid, geht nicht anders. Passt das jetzt? Ist das hier die bessere Lösung im Gegensatz zu gestern, wo ich die Bildschirmaufnahme gemacht habe mit Tonaussetzern, Bildaussetzern, was richtig asozial war? Das hier dauert zwar länger, aber besser als gar nichts, oder? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, vorhaut euer Ramses und guckt euch das mal an.
Ich habe mir hier einen Cup Too Spicy gemacht von Samyang, einen zweiten Cup Too Spicy gemacht von Samyang und als kleines Schmankerl da einfach einen Löffel Kartoffelsalat rein, einmal links, einmal rechts, denn der muss weg. Pupsi hat ihn wieder gekauft, hat gesagt, boah, hier, der wölbt sich schon gleich, der muss weg, ist ja bald der Bobsalat. Ich sag, hau ich mir jetzt rein, damit mir nicht alles wegbrennt und morgen ich nicht den ganzen Tag auf dem Klo setze. Schmankerl, Kartoffelsalat, fertig. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.